29.10.2018. Die Finanzmärkte taumeln stark. Der DAX ist knapp 20% down von seinem Jahreshoch. Der Dow Jones ist unter die 200-Tageslinie gefallen. Und der Nasdaq blutet auch stark. Auch der FTSE, Nikkei und so weiter. Also Finanzmarktrückgang, noch nicht wirklich Crash auf der ganzen Welt. Und die alles entscheidende Frage für die meisten Kryptoanleger ist natürlich, wie sich Bitcoin und vor allem andere Kryptowährungen während eines Crashes, ja, verhalten können oder entwickeln können. Die Diskussion liest man mittlerweile ziemlich oft in vielen Telegram-Gruppen und ich finde, dass oft auch eine falsche Ansicht herrscht. Und genau deswegen wollte ich heute dieses Video drehen, da es momentan irgendwie so das relevanteste Thema ist, was man besprechen könnte. Alles andere ist momentan eher ziemlich langweilig und ich würde sagen, wir starten direkt damit los. Und ich habe die Facecam erstmal geschlossen, damit wir im Hintergrund mehr Platz haben für den eigentlichen Inhalt. Ihr seht im Hintergrund den Dow Jones bis zum Jahre 2008 zurück circa. Und ihr seht schon den parabolischen Anstieg, den wir jetzt seit knapp 2009 beim Dow Jones sehen, mit sehr wenigen Unterbrechungen. Wir hatten einmal den Fall, wo wir hier knapp 2011, 2012 diesen Sell-Off hatten. 2011 war, glaube ich, das große Thema Griechenland und die Schuldenkrise in Griechenland. Deswegen war hier ja ein kleiner Sell-Off, aber dann sind wir direkt wieder über die 200-Tageslinie gegangen, haben wir Support gefunden und haben seitdem eine Rallye gesehen. Das heißt, wenn wir uns jetzt den Chart rücklaufend ansehen, wir hatten in den letzten 10 Jahren erst dreimal einen Bruch unter die 200-Tageslinie. Wir hatten hier einen Bruch, den ich jetzt hier noch nicht mitzähle. Wir hatten diese Brüche hier unter die 200-Tageslinie, wir hatten die 2011-Situation und eben den großen Finanzcrash im Jahr 2008. Das heißt, gerade im Aktienbereich und gerade bei den Indizes wird auf diese Linien sehr, sehr stark geschaut. Wir hatten letzte Woche die Situation, wo wir beim Dow Jones, das sehen wir nachher nochmal im Detail, die 200-Tageslinie durchbrochen haben. Es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Was wir hier jetzt sehen, ist, dass wir diese 200-Tageslinie jetzt direkt retesten. Das heißt, die 200-Tageslinie ist gebrochen und ist jetzt erstmal Resistance. Wir haben jetzt einen 9%igen Sell-Off seit dem All-Time-High gesehen und wir hatten aber im Jahr 2015 auch schon mal einen 14%igen Abverkauf, der dazu resultierte, dass die Anleger im Jahr 2008 eine negative Rendite aus dem Dow Jones herausgeholt haben. Das heißt, wir hatten hier diesen Sell-Off, sind aber hier wieder direkt darüber, Sell-Off darüber und der Bullmarkt geht weiter. Hier könnte sich eine ähnliche Situation anbahnen, obwohl eben die makroökonomischen Einflüsse natürlich nochmal stark differenzierbar zu betrachten sind. Aber ich würde jetzt noch nicht direkt von einem Crash sprechen des Dow Jones. Wir haben einen Rückgang gesehen, wir haben ein schwaches Jahr gesehen der Aktien, also der generellen Equities auf der ganzen Welt. Die Aktien außerhalb Amerikas sind ja noch um einiges schwächer performt. Dafür habe ich auch gleich eine Tabelle für euch. Die Frage ist jetzt natürlich, viele schreien schon vom Crash. Natürlich, es sieht so aus, als wäre der Top bei Aktien drinnen, aber ich würde mich noch nicht festlegen, da wir, wie gesagt, immer noch so Situationen sehen könnten wie 2015, und wir eben diese Situation jetzt mit diesem Retest genau beobachten müssen. Vor allem, wenn wir Anfang 2019 reingehen. Wenn wir einen Crash sehen, dann würde ich eher einen schnelleren Sell-Off sehen wollen. Aber das wäre jetzt nun mal so der generelle Ausblick auf die Märkte und vor allem sozusagen des Leitindizes des Dow Jones. Die Lage sieht bedenklich aus, aber noch nicht so bedenklich, wie sie von vielen dargestellt wird. Es ist noch nicht der Mega-Crash, aber es ist jetzt der Zeitpunkt, wo man mal genauer hinschauen kann. Hier sehen wir jetzt auch den DAX. Der DAX ist knapp 16% down vom Jahreshoch. Also ich habe vorhin gesagt knapp 20%. Und hier haben wir jetzt eben auch wieder den interessanten Vergleich mit der 200-Tageslinie aus dem Jahr Ende 2015, Anfang 2016. Wir haben hier auch schon einen starken DAX-Sell-Off gesehen. Der Sell-Off war damals bei knapp 23%, sind hier runter und haben die 200-Tageslinie gebrochen, wieder hoch, genau wie beim Dow Jones, beziehungsweise so ähnlich, haben uns dann wieder darüber etabliert und
Ende Mitte 2016 ging der Bullrun des DAX wieder weiter. Wir haben hier dann wieder Support geformt und haben hier erstmal den Bruch gesehen, dann wieder darüber. Das ist ähnlich wie diese Situation hier. Nur, dass wir jetzt schon einen sehr starken Sell-Off gesehen haben beim DAX. DAX sieht nochmal um einiges schlechter aus als der Dow Jones, aber natürlich im Regelfall, wenn alles crasht, dann wird auch der DAX noch um einiges mehr bluten. Wir haben jetzt hier erstmal starken Support, aber der deutsche Markt sieht auch angeschlagen aus und noch um einiges angeschlagen wird der Dow Jones. Hier nur nochmal der Hinweis, die Märkte haben sowas auch schon mal überlebt. Das heißt jetzt noch nicht, dass die totale Apokalypse da ist, aber es beginnt jetzt langsam die Zeit, wo man genauer hinschauen kann. Und hier jetzt immer auch die Liste der Länder-ETFs und hier wird eben verglichen, wie weit die ETFs denn unter ihrem 52-Wochen hoch sind. Und das ist schon interessant, denn hier sieht man vor allem, wie Länder außerhalb der USA jetzt performen. Die USA ist in dem Schnitt noch ziemlich stark im Vergleich zu anderen Ländern. Wir haben jetzt hier zum Beispiel Argentinien wenig überraschend mit 37% Negativrendite, Italien wenig überraschend mit 30%, aber auch China als Emerging Market, der natürlich stark unter dem Trade War leidet, beziehungsweise unter den Trade War Gerüchten, Besprechungen etc. 28%, Vietnam 27%, Deutschland, also der deutsche MSCI World ETF, schätze ich mal, als für diese Daten verwendet wurde, ist knapp 26% down und auch Österreich 25%. Ihr seht, die Zeiten sind eisig auf den Aktienmärkten und bisweilen bewegt sich Bitcoin noch ziemlich stabil dazu. Wir haben jetzt hier auch die 10-jährigen amerikanischen Staatsanleihen, die man natürlich auch ja, bei generellen Wirtschaftsprognosen immer mit einbeziehen sollte. Die Staatsanleihen steigen seit heuer wieder sehr rasant. Natürlich jetzt noch nicht auf einem Level, wo man jetzt sagen könnte, okay, die sind ultra hoch, aber 3,2% heuer, das ist schon mal so eine Rendite, wo vielleicht viele Investoren sagen, okay, risk off, wir haben jetzt 10 Jahre einen Run gesehen, wir haben Aktien wirklich sehr stark ansteigen gesehen und das Risk-to-Award-Verhältnis jetzt in Aktien zu bleiben, ist mir zu gering, um eine sichere Rendite von 3,2% zu haben, denn 10-jährige Staatsanleihen sind die sicherste Rendite, die man haben kann, also amerikanische Staatsanleihen. Sehen dann hier noch weiter, das Beispiel von Gold, das bringe ich glaube ich nachher noch, aber auch Gold interessant. Bei Gold wird ja immer so gesagt, ja Gold, die Crash-Absicherung schlechthin, kauft alle Gold, dann ja seid ihr während der Krise alle safe. Wir haben auch 2008 gesehen, was passiert, wenn die Panik ausbricht und wenn die Leute Liquidität in Form von Cash brauchen. Jemand, der vor dem Crash Gold gekauft hätte und sozusagen den Crash genau vorausgesagt hätte, er hätte knapp 565 Tage warten müssen, bis er mit seinem Investment halbwegs break-even war. Ich gehe jetzt eben knapp davon aus, dass wir in diesem Bereich gekauft hätten und man muss dann einfach sagen, in diesem Bereich wäre der Investor break-even gewesen. Das wären also fast 2 Jahre, nicht ganz 2 Jahre gewesen, bis der Investor wieder break-even gewesen wäre. Und wie viele hätten in der Zeit verkauft? Bestimmt über 50%. Ihr seht also, es ist nicht so einfach, auch in alternative Assets zu investieren und in alternativen Assets Geld zu machen, in dem Fall Metallen, wenn die Gesamtmärkte crashen. Das ist auch schon die Überleitung zu Bitcoin. Ja, man kann bei Bitcoin mit vergangenen Daten noch nicht viel anfangen. Warum sage ich das? Wir haben 2018 den starken Bullrun gesehen, wo wir auch das erste Mal wirklich viel Kapital in den Markt bekommen haben und wo wir auch das erste Mal einiges an Volumen im Markt gesehen haben. 2008 sind Aktien gut gelaufen und auch Bitcoin. Das heißt, oder auch Kryptowährungen. Das heißt, wir sehen jetzt im Jahr 2008 keine negative Korrelation zwischen den beiden Märkten, was jetzt Investoren davon überzeugen würde, okay, wenn Aktien nach unten gehen, gehen Kryptowährungen im Regelfall immer hoch, haben wir bei Aktien nicht, ja. Wir können die Daten von 2016, 2014 oder auch mit dem Crash 2011 und Anführungszeichen oder 2015 nicht als Vergleich hernehmen, da das Volumen einfach dermaßen gering war, dass man jetzt nicht sagen könnte, okay, weil 2015 der Dow Jones 50% gefallen ist und Bitcoin in dem Jahr 10% gestiegen ist, ist die Korrelation da. Also dafür sind die Daten viel zu gering und dafür
ist eben das statistische Maß nicht gegeben. Das heißt jetzt konkret, wir haben mehrere Einflüsse, die derzeit für Ängste auf den Finanzmärkten sorgen. Das ist erstens einmal die Fed mit ihren Zinssteigerungen, wo ich euch gleich noch zwei, drei Grafiken zeige. Wir haben das Italien-Debakel sozusagen, Italien mit 130% ihres GDP verschuldet. Wir haben den Trade War, wo jetzt keiner genau weiß, wie das ausgehen wird. Im Prinzip ist beim Trade War der Fall so gegeben, dass eigentlich beide Parteien darunter leiden. Es gibt verschiedene Modelle von verschiedenen Analysten, wo teils gesagt wird, die USA leidet mehr, wo teils gesagt wird, China leidet mehr. Im Endeffekt schadet es der gesamten Weltwirtschaft, denn wenn China leidet, leiden andere Handelspartner von China. Das schwenkt auf Europa über, das schwenkt auf die USA rüber und ja, das könnte zu einer Rezession führen. Deswegen sagen viele Anleger auf den Märkten erstmal Risk Off. Und ja, das wären so konkret die Hauptprobleme, die der Markt momentan sieht. Und die drei Probleme, wo wir jetzt uns fragen müssen, würde es Sinn machen, dass Bitcoin trotz dieser Probleme steigt? Und wenn wir jetzt einen Schritt weitergehen und auf die Zinssteigerungen gehen, die wir uns jetzt gleich ansehen, dann kann man schwer sagen, dass steigende Zinsen profitabel sind für Kryptoanleger oder für einen Krypto-Boom sorgen könnten. Okay, wenn wir das Ganze auf die Basics runterbrechen mit den Zinssteigerungen, dann heißt das nichts anderes, dass der kleine Mann, vor allem jetzt in den USA, in Europa haben wir noch einen Nullzins, für seine Kredite mehr Geld aufbringen muss. Das heißt, jemand, der eine Hypothek hat, jemand, der einen Kredit genommen hat, um sein Auto zu kaufen, wie auch immer, all diese Leute müssen jetzt höhere Kreditzahlungen leisten. Das heißt ergo, wenn sie mehr Kreditzahlungen leisten müssen, müssen sie andere Ausgaben einschränken. Andere Ausgaben wären zum Beispiel Konsumausgaben, was natürlich den Gesamtwirtschaftskreislauf einschränkt und was auch dazu führen soll, dass die Inflation gehemmt wird, indem man eben stärkere Zinsen oder steigende Zinsen einführt. Und das trifft natürlich Kryptowährungen auch eins zu eins, weil wenn Zinsen steigen und wenn Leute mehr Geld brauchen für ja, ihren Lebensunterhalt, Hypotheken abzubezahlen, Kredite abzubezahlen, kann ich mir schwer vorstellen, dass jetzt das überflüssige Geld noch in Kryptowährungen fließen wird. Das wäre mal unser Case 1. Case 2, Italien, ja, schwierig, generell gesehen. Italien kann man jetzt nicht direkt sagen, dass es einen Einfluss auf den Kryptomarkt direkt hat. Dafür bräuchte man Statistiken, ja, wie viele Italiener, wie stark in den Kryptomarkt investiert sind. Die Arbeitslosigkeit in Italien ist schon extrem hoch. Die Jugendarbeitslosigkeit ist bei über 20%. Das heißt, Italien war letztes Jahr schon schwach. Also Italien wird letztes Jahr nicht extrem viel zum Bullrun beigetragen haben. Deswegen wäre jetzt der Umfaller von Italien an sich nicht so extrem schlimm, unter Anführungszeichen, für den Kryptomarkt. Wenn man aber das gesamte Bild betrachtet, dass dann wirklich ein ähnliches Szenario wie 2008 entsteht, nur dass der Katalysator in dem Fall nicht Lehman ist, sondern Italien, dann wäre natürlich auch die Auswirkung auf den Kryptomarkt verheerend, weil wir dann eine Rezession sehen könnten. Rezession heißt weniger Arbeitsplätze, weniger Kaufkraft, die Leute kaufen weniger ein, der Wirtschaftskreislauf läuft, durch das, dass die Leute weniger einkaufen, machen Unternehmen weniger Gewinn. Wenn Unternehmen weniger Gewinn machen, können sie weniger Leute einstellen, können weniger Bonus zahlen, müssen Leute kündigen. Ja, wenn das passiert, werden Leute nicht Kryptowährungen kaufen. Ja, und der dritte Fall war jetzt noch der Trade War mit China. Und auch wenn wir uns China ansehen, wenn bei China das ähnliche Szenario passiert wie mit Italien, sprich, dass es eben zu einer Rezession kommen könnte mit dem Auslöser des Trade Wars, dann wird Bitcoin davon auch nicht profitieren, ja, weil es keinen Sinn macht. Der einzige Grund, warum Bitcoin steigen sollte, was viele auch so sehen, ist, dass komplett die Währungssysteme zusammenbrechen, sprich, dass der Euro zusammenbricht, dass der US-Dollar zusammenbricht und dass dann Leute in Krypto flüchten. Ja, das ist jetzt sozusagen das Endzeit-Szenario schlechthin. Das Szenario schließe ich aus für die nächsten 3, 4 Jahre, 5 Jahre, sogar 10, 15 Jahre. Natürlich haben wir jetzt nicht die Insider-Informationen, um das zu überblicken. Aber man kann davon ausgehen, dass wir jetzt nicht einen Total-Kollaps unserer Leitwährungen sehen werden innerhalb, ja,
naher Zukunft und selbst wenn das passieren würde und selbst wenn sich das viele wünschen würden, um einen Bitcoin-Bullrun zu sehen, es wäre für uns alle bestimmt nicht von Vorteil, wenn unser globales Währungssystem zusammenbrechen würde, weil auch wir als Krypto-Enthusiasten oder als Krypto-Holder im Endeffekt extrem leiden würden. Also das wäre fatal für die gesamte Weltwirtschaft und das will, glaube ich, auch keiner sehen. Jetzt gehen wir noch zu den Slides von den Zinsen. Und wir haben jetzt hier die Situation vor dem Finanzcrash 2007. Da sieht man auch immer sehr gut mit der Yield Curve der US-amerikanischen Anleihen, wie die Fed entgegensteuert und eine Blasenbildung in den Stock Markets immer verhindern will oder auch eben das Geld verteuern will, was meistens dann zum totalen Crash führt. Die Zinskurven sehen dann meistens so aus, wie wir sie auf dem linken Bild sehen. Das heißt, sie sind meistens relativ flach und was natürlich auch hier verwunderlich ist, ist, dass hier diese Anleihe mehr Rendite ausgibt als die längeren Anleihen. Das sieht man so auch extrem selten und fast gar nie. Im Regelfall sind die Zinskurven immer ziemlich flach, bevor wir dann den ersten starken Sell-off sehen. Das haben wir auch im Jahr 2000. Oh, das ist die Zinskurve, die wir jetzt haben. Hier haben wir die Zinskurve von vom Dotcom-Crash, das heißt, hier hatten wir jetzt den 31. Oktober 2000. Die Zinskurve ist vom August 2000 und ihr seht hier das ähnliche Muster. Ziemlich flache Zinskurve, einem extrem hohen Renditen auf Staatsanleihen und das sind immer so die Vorboten eines größeren Crashes, wenn das Geld wirklich extrem teuer wird. Und auch das sehen wir, wenn wir uns jetzt die heurige Zinskurve ansehen. Die sieht natürlich noch nicht so extrem aus. Also jetzt haben wir noch eine schöne Zinskurve, die eben ja, relativ niedrige Zinsen noch bietet, auch wenn es jetzt mittlerweile auf dem linken Graph schon wieder stark steigt. Wir haben hier den Fall gehabt, wo wir 2007 die Leitzinsen auf knapp über 5% hatten und dann diesen starken Drop hatten der Zinsen, um die Wirtschaft wieder zu beflügeln, hatten dann wirklich eine Periode von knapp 9 Jahren, wo das Geld sozusagen fast verschenkt wurde mit Nullzinspolitik und wir sehen jetzt wieder diesen Eingriff der Fed, wo die Fed langsam sagt, okay, der Stockmarkt läuft seit 10 Jahren, wir wollen eine Blasenbildung verhindern und die Zinsen werden langsam angehoben. Und da befinden wir uns jetzt und deswegen ist auch jetzt der Zeitpunkt, wo man langsam aufpassen muss. Zusammenfassend gilt zu sagen, dass ich mich sehr schwer tue, bei einer globalen Rezession von einem steigenden Bitcoin, an einen steigenden Bitcoin zu glauben, wäre der bessere Ausdruck. Da könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, warum ihr glaubt, dass der Bitcoin in einer Rezession steigen würde. Man hat die Diskussionen oft, aber ich habe noch nie ein gutes Argument dafür gesehen, wenn Arbeitslosigkeit steigt. Wenn die Zinsen steigen, wenn Leute mehr Geld zahlen müssen, um ihre Kredite zahlen zu müssen und vielleicht auch noch dabei ihren Job verlieren, warum sollte ein hochspekulatives Anleiheninvestment wie Bitcoin davon profitieren? Wenn mir wer das sagen kann, dann schreibt es mir in die Kommentare und ich würde sagen, ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und wir sehen uns im nächsten Video, euer Technical Crypto.